Herrn Vogler, Fraktion Die Linke, das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste oben auf der Tribüne. Gestern hat ja die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Vereinbarung zur Gesundheitskarte für Flüchtlinge getroffen. Und dass sie kommt, das begrüßen wir als Linke sehr. Dazu haben wir ja schon vor 3 Monaten einen Antrag hier ins Haus eingebracht. Aber leider kommt sie zu spät und vor allem nicht überall. Denn es gibt ja leider gerade in der Union noch Leute, denen sogar das zu viel ist. Und jetzt zitiere ich: Hätte jeder Asylbewerber Anspruch auf eine solche Karte, würde das eine fatale Sogwirkung vor allem auf dem Westbalkan haben, meint Georg Nüsslein, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion laut Handelsblatt. Und weiter meint er, die Gesundheitskarte stünde im Ausland für eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland. Es besteht mithin die Gefahr, dass Menschen sich nur deswegen nach Deutschland auf den Weg machen. Da kann man doch nur sagen, ja, geht's noch. Zynisch, absurd, unsinnig. Die Bundeskanzlerin hat gestern in ihrer Regierungserklärung doch erstaunlich klar über Fluchtursachen gesprochen. Man konnte in ihren Worten ja sogar so etwas wie menschliches Mitgefühl für die Flüchtlinge aus Eritrea und Syrien empfinden. Und vielleicht ist die Kanzlerin ja in der Lage, ihren Fraktionskollegen zu erklären, dass diese Menschen, die alles aufgeben, die Haus und Hof verlassen, die Eltern verlassen, die ihr Leben riskieren, um es zu retten, dass die ganz bestimmt nicht nach Deutschland kommen, um sich in Günzburg in einer Arztpraxis anzustellen. Also, dass es der Kanzlerin gelingt, das wäre wirklich zu wünschen. Und Herr Dr. Nüsslein, der weiß es ja auch besser. Im selben Artikel gibt er ja zu, dass auch mit der Karte Asylbewerber und Flüchtlinge noch lange nicht vollen Zugang zu unserem Gesundheitssystem haben. Es ist doch so. Bislang muss ein Flüchtling in unserem Land zunächst ins Rathaus laufen und dort einem Sachbearbeiter oder einer Sachbearbeiterin seine Beschwerden schildern. Und dieser Mensch, meistens ohne medizinische Ausbildung, entscheidet dann, ob der Kranke einen Behandlungsschein erhält und zum Arzt gehen darf. Die Kosten für die Behandlung übernimmt dann die Kommune, allerdings nur für akute, lebensbedrohliche und schmerzhafte Erkrankungen, sowie für Impfungen und Schwangerschaftsvorsorge. Das stellen wir uns mal praktisch vor. Der 7-jährige Ahmed A. aus Syrien bekommt am Freitagmittag schlimmes Zahnweh. Leider hat das Sozialamt schon geschlossen. Bis zum Montagmorgen bekommt das Kind also keinen Behandlungsschein. Ein Wochenende mit einem weinenden Kind in einer Flüchtlingsunterkunft. Und dafür, dass das so bleibt, dafür kämpft die CSU nach sauber. Oder Brigitte B. aus Nigeria leidet an Bluthochdruck. Das ist weder schmerzhaft noch akut lebensbedrohlich. Der Beamte hält daher die Ausstellung eines Behandlungsscheins für unnötig. Das Risiko, dass die Frau einen Schlaganfall bekommt, ist ihm nicht bewusst. Schon aus diesen Beispielen wird deutlich, dass es notwendig ist, dass jeder kranke Mensch unmittelbar zum Arzt gehen kann. Nur Ärztinnen und Ärzte können beurteilen, ob eine Erkrankung behandlungsbedürftig ist. Dafür sind sie ausgebildet. Und für die Kommunen ist die Karte angesichts wachsender Flüchtlingszahlen eine Erleichterung, denn für mehr Flüchtlinge müssten sie auch mehr Scheine ausschreiben. Und deswegen unterstützt die Linke alle Bemühungen, die Gesundheitskarte für Flüchtlinge flächendeckend einzuführen. Wir sagen aber auch, die Kosten dafür, die muss der Bund übernehmen, und keinesfalls dürfen sie den Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung über die Hintertür geholfen werden. Außerdem verlangt die Linke, das Menschenrecht auf Gesundheit auch für Flüchtlinge und Asylbewerber umzusetzen. Denn wenn jemand eine chronische oder eine psychische Erkrankung hat, dann muss diese ebenso behandelt werden wie ein akuter Schmerz, und zwar unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Alles andere verstößt unserer Auffassung nach gegen die Menschenrechte, gegen die Prinzipien der Humanität und gegen die medizinische Ethik. Und ich freue mich deswegen, dass auch die Grünen dies genau in ihrem Antrag so fordern und darüber hinaus weitere diskussionswürdige Vorschläge gemacht haben, etwa zu Dolmetscherdiensten und psychotherapeutischer Versorgung, zur Stärkung der Strukturen in der psychosozialen Betreuung und so weiter und so fort, und sich auch mit der Frage der traumatisierten Kinder in Flüchtlingsunterkünften auseinandergesetzt haben.
Ich glaube, in den Beratungen über unsere Anträge, die jetzt im Ausschuss anstehen werden, sollten wir gemeinsam versuchen, die Union wieder auf den Boden der Menschlichkeit und der christlichen Nächstenliebe zurückzuholen. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Hilde Matters das Wort.